Flo, warum sieht das da so komisch aus? Guck mal hier vorne. Der Boden, siehst du ihn auch? Das sieht ja aus wie der Mond. Warte mal, da sind Kisten. Warte mal, ist hier ein Mond abgestürzt? Da vorne. Ja, bestimmt. Die Erde verwandelt sich zum Mond. Warte, was? Heute Nacht ist Vollmond. Die Werwölfe kommen! Oh no! Ladies and Gentlemen, damit erstmal Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute Nacht werden wir angefallen von blutrünstigen Werwölfen. Und wir müssen uns protecten. Wie machen wir das? So. Was? Wie, indem du mich umbringst? Ich glaube nicht, nee, dass dir das Leben bringt. Wenn du ein Werwolf wärst. Ich bin kein Werwolf, okay? Alles klar. Wir haben hier so ein paar Blöcke, ein paar Kisten und anderen Kram. Und wir können uns daraus heute eine Anti-Werwolf-Base bauen. Was haben wir hier noch? Sand? Wir haben richtig wenige Sachen dieses Mal, die wir benutzen können. Silberne Spikes. Guck mal, das ist nice. Und hier sind ganz viele Blöcke. Ja, damit können wir viel bauen. Ich glaube, das sind sozusagen Mondblöcke. Oh. Meinst du, wir können einen Mond bauen? Hey, ich glaube, das wäre übertrieben die ultimative Idee, oder? Das Ding ist, ich hatte mal ein Projekt, also vor kurzem eigentlich, das hieß Minecraft Engel. Und da habe ich schon einen Mond gebaut und von daher würde ich sagen, überlass mir das mal. Wir bauen den andersrum. Runter da. Die Mondbase steht jetzt soweit erstmal, Leute, und die sieht richtig cool aus. Ich zeige euch das Ganze mal und tada! Yes! Tada. Was machst du da? Feuerwerk. Feuerwerk, yeah! Wir haben noch gar nicht gewonnen. Und, oh, es wird aber bald Nacht. Okay, wir müssen uns, glaube ich, beeilen, Flo. Also, pass auf. Wir haben hier erstmal einen Halbmond gebaut. Das ist unsere Base. Und zu der gelangt man nur, wenn man die Sprungfertigkeit besitzt, hier über Lava zu springen. Da muss man ein sehr trainierter Springer sein, so wie ich, damit das auch klappt und man nicht in die Lava reinfliegt, nicht wahr? Yeah. Okay, dann haben wir hier vorne, falls die Werwölfe es schaffen sollten, geh mal zurück. Durch die Lava zu können. Ja, was? Ich habe noch was Cooles, schau mal. Okay. Toll, Flo, es hat unser Mund gesehen. Yeah. Yes! Es sieht aber ganz cute aus, ehrlich gesagt. Deine Augen. Sieht echt süß aus. Ah, auf der anderen Seite hast du ihn auch gebaut. Warte, hier dürfen wir nicht lang gehen, weil hier vorne nicht auf den Sand gehen. Yeah. Wir haben hier nämlich eine Falle für die Werwölfe, denn wie ihr wisst, pinkeln Werwölfe gerne an Hydranten und die halten das hier für eine Toilette. Ja, bestimmt. Und deswegen werden wir halt versuchen, die hinzulocken und mit einem Faden können wir diese Falle einfach auslösen. Also das werden wir dann auf jeden Fall nachher machen hier bei der Base. Yeah. Mögen Werwölfe eigentlich auch Knöcheln wie Knochen wie normale Ja, klar mögen die Knöcheln, Flo. Sicher. Gib ein paar Knöcheln von dir ab. Am besten, wir platzieren die irgendwo, um die zu locken oder sowas. Genau. Das war's, glaube ich, eigentlich mit den äußeren Fallen, oder? Haben wir hier noch was? Hier ist so eine kleine Säule, hast du die gebaut? Da wird der Mond nicht eingekracht. Vielleicht war ich das auch. Hier geht's rauf jetzt auf jeden Fall in unsere Base rein. Wir haben hier ein paar glibberige Mondwürmer. Die hat Flo irgendwie aus dem Weltraum besorgt. Hast du eine Rakete dabei oder was? Nee, das sind... Oh, warte mal. Ja, stimmt, Mondwürmer. Ich bin schon runtergegangen. Hier haben wir auf jeden Fall unsere Silberrüstung. Ja, das sind unsere Eisenharnisch aus Silber, Eisenhelm aus Silber. Ihr seht schon, ja. Das können wir uns anziehen. Und damit haben wir einmal ein komplettes Set aus silberner Rüstung. Denn das ist gut gegen Werwölfe. Und hier ist unser... Ich brauchen wir sogar. Großes Silberschwert. Guck mal, wie riesig das einfach ist. Yes! Dann haben wir auf jeden Fall noch eine obere Etage. Da kommen wir hin, indem wir diese Leiter hier beschreiten und unsere Base. Und hier oben wartet auf uns eine wunderschöne Aussicht auf das Meer. Yes! Und auf unsere Feinde. Ja, das stimmt. Falls zum Beispiel die Kuh da hinten. Ey, lass die Kuh in Ruhe! Warte mal. Schlag mich mal. Huh? Nein! Was? Yes! Und ich habe nicht mal was getan. Geht's dir gut? Alles klar, Flo? Okay, so, Freunde, also. Hier oben haben wir jetzt Waffen reingetan. Wir haben beide jeweils eine Armbrust mit Bolzen und ein paar Schadenstränke. Und Angeln? Wieso hast du Angeln reingemacht, sag mal? Okay, sie kommen mal hier. Ja. Ich zeig dir jetzt die PvP 1000 Strat. Die Gegner kommen. Wir machen das. Ja. Nein, nicht mich. Guck mal, so. Und dann angeln wir die. Und wenn in ich dann falsch werde sterben, in die Lava, richtig. Yeah, das ist smart. Das ist ja echt cool. Da sind wir jetzt auch schon wieder unten. Und yes. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die beste Etage von allen. Hast du dich gerade selber mit einem Schadenstrang beworfen? Was machst du? Die beste Etage von allen, Flo. Weißt du, bleib einfach draußen. Du machst nur Mist. Weißt du? So, okay. Ich jetzt mach sind wir da. Zum Mond.
Mach, was du möchtest. Jetzt kriegt der Mund bunt. Alles klar. So, wir haben jetzt hier unten nämlich die Küche. Das ist der wichtigste Raum von allen, wie ihr wisst. Denn hier lagern wir unsere leckeren Sachen. Granatapfeljoghurt haben wir hier eingelegt. Und Zitronen. Alles, was man so braucht, finden wir hier unten. Hier sind noch mehr Sachen so. Warum haben wir so viel Dosenfutter, Flo? Easy. Es ist... Wir wissen nicht, wie lange wir da unten bleiben müssen, okay? Ja, das stimmt. Bunker. Falls die Wölfe richtig aggressiv sind, bleiben wir vielleicht lange hier. Und vielleicht wir haben Jahre. Auf jeden Fall Sandwiches noch und all den Kram. Ich zeig mal kurz dein Zimmer, okay? Ja, haben wir nämlich jetzt Flo's Zimmer mit einem wunderschönen grünen Bett, wie man es kennt. Einer grünen Couch, wer hätte das erwartet? Und Schränken. Flo, wieso kann man deinen Schrank... Ah, jetzt kann ich den aufmachen. Schicker Pyjama auf jeden Fall. Hey, nicht da rein, guck, easy. Okay, der alles ist gemütlich, klar. Okay? Er ist super gemütlich und rosa. Gefällt mir auch gut. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch mein Zimmer hier vorne. Das ist nämlich mein wunderschönes rosanes Paradies. Mit dem rosanen Teppich und dem Punkt drauf. Meinem schönen Bett, in dem ich schlafen kann. Und eine Lampe. Genau, kann man an- und ausmachen. Yes. Wie sieht's aus, Flo? Es ist schon dunkel geworden. Sind die Werwölfe schon unterwegs? Ich draußen seh nix. In der Nacht. Ist dann... Oh mein Gott, es ist echt schon dunkel geworden. Hä? Nee, da... Wie meinst du das? Du siehst nichts, da sind welche! Jetzt seh ich die! Nein! Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Oh no! Warte, lass rauf, wieder ist rauf! Was zum... Junge, wie viele sind das? Hinter uns! Nein, da oben! Oh mein Gott! Hast du ihn runtergeboxt? Die sind alle da! Oh mein Gott, wie viele Werwölfe! Wie sollen wir das denn schaffen? Okay, warte. Das Ding ist, wenn wir jetzt mit einer Armbrust gegen so viele... Flo, oh mein Gott. Ich gehe in. Nein, tu's nicht. Du darfst dich nicht opfern. Warte, wir machen die Falle. Langsam. Ja, warte. Ich lock sie zu mir. Oh, ich bin in den Werwolf. Oh mein Gott. Schnell runtertauchen. Die meisten sind für mich. Sie können auf jeden Fall nicht unter Wasser atmen, weil es sind ja Werwölfe und keine Fische. Ich werde sie in die Falle locken. Okay. Und? Boom! Yes, es sind einige reingefallen. Okay, nice. Ich gehe zurück zur Base. Die kommen ja nicht drüber. Nein, da ist einer. Nein, der ist... Oh mein Gott, yes. Sie kommen hoch, Flo. Wie sind sie hierher gekommen? Meine Schadenstränke. Stimmt. Das ist smart. Nein, nicht du auch noch. Komm schon. Junge, die haben richtig viel Leben. Oh, die sind richtig stark. Okay, einen habe ich, glaube ich, besiegt. Das Gute ist, die fallen in die Lava. Oh, die Tränke gehen richtig hart rein bei dir. Ich gehe am besten hoch und wir angeln die einfach rein. Wir angeln die rein, okay? Das kriegen wir hin. Oh mein Gott, das ist absoluter Vollmond. Wo sind sie? Okay. Komm schon. Oh mein Gott, hallo! Was? Wie nice, ich habe da einfach komplett hochge... Warte, krieg ich den im Wasser vielleicht? Oh, machst du die Angelstrategie? Yes! Yes, die ist voll gut. Damit kann ich die richtig hierher angeln. Nein, so weit kann ich nicht angeln. Oh no. Andere Seite, Daisy. Nein, ernsthaft? Ein Post eingedrungen. Nein, ich sehe es. Hier sind richtig viele. Was machen wir jetzt? Wir haben ja keine Fallen mehr. Okay, Daisy. Weißt du was? Wir machen Plan Y. Yeah, der beste Plan überhaupt. Ey, richtig gut. Warte, gib mir auch TNT und ein Feuerzeug. Ja. Warte mal, Enderperlenflug. Okay, let's go. Warte. Auf geht's, Daisy. Es wird Zeit. Das, was ich jetzt machen werde. Zack! Hier runter. Let's go. Kommt her, kleine Werwölfe. Oh, yes. Komm schon. Ja, okay, hier kommen sie nicht rauf. Kommen sie mit? Nein! Oh mein Gott, sie sind bei mir! Du hast es angezündet! Nein, komm auf! Oh, das ist eigentlich so viel. Gut! Nein! Woo! Yes! Let's go! Junge, was haben die für Krallen? Heftig! Okay, meine Falle hier ist jetzt komplett RIP. Oh, das wollte ich auch gerade... Okay. Und BAM! Nice! Ah, komm schon! Attacke! Yes! Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Was ist das hier? Oh mein Gott! Warte, siehst du? Was ist das? Es ist ein blauer Schleim? Was macht der hier von mir für dich? Oh, das sind manchmal so Seelenschleims. Seelenschleims? Warte mal, was ist da hinten los? Hin. Nein! Ich hab mich in ihn rein enterpellt! What? Nein!
jetzt haben wir echt ein Problem. Yes! Ich glaube, wir haben den großen. Nice! Weißt du, was ich jetzt mache? Warte, let's go. Und? Boom! Yeah! Warte, oben, hier nice! Ist Leute, ich glaube, wir haben es fast geschafft, oder? Wie viele sind... Okay, es war ein Fehler. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Es werden immer mehr! Wie viele Werwölfe gibt es denn hier? Ich dachte, die sind selten. Komm schon, letzte Falle. Ich glaube, das sind alle. Sind alle bei mir? Töte du mal die anderen, die nicht bei mir sind. Okay, und Trick 384. Let's go! Und? Boo! Sehr gut. Ich bin... Okay, ich habe mich vielleicht selbst gerade in die Luft gesprengt. Okay. Nicht schlimm, Freunde. Es wird bald Tag. Ich weiß, es wird bald Tag, Flo. Wir haben, wir haben schon ungefähr ein Viertel der Nacht überstanden. Und unsere Base alle? Steht noch. Yes, ich glaube, wir haben es geschafft. Alles klar, Leute, ich würde sagen, das war's dann hier mit unserer Folge von, 1 Million Werwölfe gegen die Mondbase. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut im Easy Mouse Shop vorbei unbedingt und schaut euch die coolen Designs an und checkt auf jeden Fall auch Flo's Channel aus. Und, das war's hier mit unserer Folge. Lasst ein Like da, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.